Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Skarhead. Ja, heute mal wieder auf einer kleinen Tour hier unterwegs, im Steinbruch, wie immer. Ich verlinke euch das Video natürlich hier oben. Aber heute geht es jetzt in diesem Video nicht um diese tolle Tour, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, sondern es geht heute um die Frontier One Primaloft Kälteschutzjacke. Schauen wir uns das Ding jetzt mal genauer an. Ja, jetzt sagt ihr, huch, wo ist denn die Jacke hin? Ne? Jetzt sieht der Typ auch immer ganz anders aus, nämlich unsichtbar. Ja? Nein, die Jacke wird mit einem Packsack geliefert und lässt sich krass komprimieren. Man kommt hier auf ein Packmaß von ca. 25 x 18 cm und dieser Packsack wird mit der Jacke mitgeliefert, was ich schon ziemlich geil finde. An der Stelle Lob an Begadi für diese coole Aktion. Der Packsack an sich von der Verarbeitung ist okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber tut seinen Zweck. Und ja, der Packsack an sich selber ist relativ großzügig geschnitten. Das finde ich super, denn dann hat man es nicht so mit dem Friemeln. Ich bin nämlich Packsack-Legastheniker. Ein Gruß an alle Legastheniker da draußen. Kennt ihr das auch, wenn man so ein Zelt hat und dann das da so reinfriemelt und es nie wieder in den Packsack reinpasst? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch so Packsack-Legastheniker seid. Aber zurück zu dem Packsack hier. Ist natürlich sehr vorteilhaft. Also wie gesagt, die Jacke lässt sich gut komprimieren. Das hat den Vorteil, man nimmt wenig Platz im Rucksack weg. Also auf Touren super. Wenn man bedenkt, ne? 25x18. Aber auch ein Beispiel aus dem zivilen oder in Anführungsstrichen zivilen privaten Leben. Ich werde jetzt nächste Woche fliege ich nach Thailand. Es ist März hier in Deutschland. Noch ein bisschen frisch. Thailand, Tropen. Also wenn ihr das Video seht, liege ich sehr wahrscheinlich am Strand, genieße irgendwelche Cocktails und schönes klare Meer und den Dschungel und so weiter, während ihr hier in Deutschland in der Kälte friert. Neidkommentare gerne auch unten rein, das ist Balsam für meine Seele, wenn ich dann sehen kann, wie ihr hier in Deutschland leidet. So bin ich zu meinen Zuschauern. Soll noch mal jemand sagen, ich bin schlecht zu meinen Zuschauern. Aber kommen wir zurück zu dem Thema. Alltag. Wie gesagt, hier in Deutschland kalt, da Thailand warm. Das heißt, hier in Deutschland muss ich eine Jacke mitnehmen. Und normalerweise, wenn man so eine große Jacke wie das zum Beispiel, die sind so in dieser Größe halt hat, die kannst du nicht komprimieren. Das heißt, wo packst du die hin? Musst die ganze Zeit mit dir rumschleppen, weil zum Anziehen zu warm, Koffer alles voll. Blöd. Hier, Packmaß, wunderbar. Wandert deinen Koffer und kann ich dann auf der Rückfahrt oder Rückflug fahren. Vielleicht fahre ich auch mit dem Zug zurück. Mal gucken. Auf jeden Fall dann auf der Rückreise kann ich dann, wenn es kalt wird, einfach auspacken. Und, ja. Schauen wir uns jetzt mal die Jacke etwas genauer an. So, ja, hier haben wir das gute Stück. Farbe ist Oliv, wie ihr sehen könnt. Gibt es auch nur in Oliv. Ist aber für mich sehr gut, weil das ist meine bevorzugte Farbe für Autos. Sieht man ja auch hier. Nein, ich trage den Parker eigentlich fast gar nicht mehr. Ich trage eigentlich nur noch diese Jacke. Wie gesagt, Farbe Oliv. Das Gewicht dieser Jacke, das ist das Erste, was auffällt, wenn man sie in die Hand nimmt. Die ist verdammt leicht. Also auf der erste Eindruck schon erschreckend leicht. Dann kann man vielleicht denken, das ist ein Mangel an Qualität, aber das ist eigentlich gerade ausschlaggebend für die Qualität. Wir haben hier bei der Größe L ein Gewicht von ca. 680 Gramm. Das Außenmaterial der Jacke ist in Ripstop-Nylon. Und die Füllung auch. Da haben wir eine Füllung von ungefähr 20 Gramm pro Quadratmeter. Ja, die Jacke an sich selber ist komplett winddicht. Da kann ich ein kleines Beispiel bringen aus dem Alltag. War ich unterwegs gewesen und auf einmal kam so ein richtig krasser Wind auf, dass ich kaum noch gucken konnte. Und die Jacke hat sich an den Körper dran gedrückt, also der Wind, klar, kennt man so. Und es kam wirklich nichts durch. Das hat mich total überrascht. Das so, habe ich so vorher noch von der Jacke noch nicht so gehabt. Bis jetzt bei der Jacke kam eigentlich immer irgendwie Wind durch. Zusätzlich, dieses Lipstock-Material ist wasserabweisend. Wir haben da eine Wassersäule von gut 1000 mm. Damit kann man schon mal ein, zwei Regenschauer überstehen. Jetzt ein krasser Platzregen würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Da dann doch lieber die Nässeschutzjacke drüber. Aber so ein bisschen allroundmäßig ist man mit dieser Jacke abgedeckt. Auf jeden Fall besser als mit dieser hier. Eigentlich in Welten besser als mit dieser hier. So, kommen wir jetzt zu dem absoluten Highlight dieser Jacke. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, Primaloft. Das ist das Füllmaterial dieser Jacke. Um es genau zu sagen, Primaloft Sport Level 3.
Das ist das beste Füllmaterial, was Primaloft zu bieten hat. Primaloft, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Füllmaterial, das wurde in den 80er Jahren entwickelt für die US Army, hat sich aber mittlerweile im Outdoor- und Outdoor-Sportbereich etabliert als Daunenalternative, weil es sehr ähnliche Eigenschaften hat. Nur der Vorteil, kann komprimiert werden und ist bei 30 Grad waschbar. Mein Freund Johannes kennt ihr ja noch, blende euch hier oben mal wieder ein Tourenvideo ein und mal so eine Frage, gefällt euch das mit den Tourenvideos, mit den so Einblendungen, ist das gut, gefällt euch das? Gebt mir mal bitte Feedback, das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, Johannes arbeitet in einem Outdoor-Geschäft und die verkaufen auch Primaloft-Jacken und der hat gesagt, Primaloft-Sport kommt eigentlich nur in den hochpreisigeren Jacken um die 400 Euro in den Dreh zum Einsatz. Und damit sind wir auch schon bei dem Preis von dieser Jacke. Die liegt bei ungefähr 110 Euro, also sind wir quasi bei einem Viertel. Laut Hersteller macht auch das Füllmaterial gut die Hälfte der Kosten dieser Jacke aus und es ist absolut gerechtfertigt. Für die Hälfte wäre es einfach eine ganz normale Kälteschutzjacke, wie jeder andere auch. Aber mit dieser Primaloft-Füllung hebt es sich von allen mir bekannten Produkten ab, denn diese Füllung, also das klingt jetzt ziemlich krass, aber das ist absolut genial. Also die Jacke wiegt wirklich nichts. Man merkt sie kaum, wenn man sie anhat. Erzeugt aber sofort ein wohlig warmes Klima. Also man hat dieses Kalte von diesem Kunststoff, aber das wird sofort warm. Die Jacke an sich erzeugt ein super geniales Kleinklima. Also wenn man die Jacke anhat, man überhitzt nicht so schnell. Man friert nicht, dadurch, dass ja auch noch wind- und wasserabweisend ist, hat man noch eine Allround-Jacke. Ja, was ist dieser Temperaturwert von dieser Jacke? Um mal so ein bisschen zu sagen, wie man die Jacke einschätzen kann. Mein Empfinden ist, meine Komfortzone ist so bei minus 5 bis plus 5 Grad. Bei 10 Grad ist es mir schon zu warm, die Jacke. Aber wie gesagt, jeder hat halt ein anderes Kälteempfinden. Das ist auch der Grund, warum BX hier keine genaue Angaben macht, was die Kälteempfindlichkeit oder die Komfortzone beträgt. Sie geben so einen Richtwert von ungefähr um die 0 bis 5 Grad, glaube ich, sind das, an. Aber wie gesagt, jeder hat halt ein anderes Kälteempfinden. Ihr kennt das auch, oder kleines Beispiel mal wieder aus meinem Leben. Die Dame sitzt zu Hause auf dem Sofa mit Pullover und Decke und friert und ich sitze da in Unterbuchse und T-Shirt und schwitze vor mich hin. So. Das ist wirklich so, ohne Witz. Ohne Witz. Deswegen, also kann die Jacke bei euch dann komplett anderes bei einem Klima, aber dass ihr so einen ungefähren Richtwert habt. Ja, dann schauen wir uns jetzt endlich mal die Jacke im Detail an, was sie denn so drauf hat. Ja, kommen wir jetzt zur genauen Aufteilung der Jacke. Wir haben hier an der Brustseite zwei riesengroße Napoleon-Brusttaschen, die, wie ihr sehen könnt, auch wirklich verdammt riesig sind, die von hier unten bis hier oben. Ich nutze die halt meistens so, um die Mütze, die ich momentan aufhabe, zu verstauen, wenn es jetzt warm ist, zack, schnell rein. Oder, wie ihr seht, hier die Handschuhe. Die Reißverschlüsse selber an sich sind YKK, YKK Zipper, also Markenreißverschlüsse. Die Reißverschlüsse hier sind abgedeckt, also Spritzwasser und Staubgeschützt, also könnt ihr zum Beispiel eure Handys auch da reinpacken oder sowas. Funktion der Reißverschlüsse ist top, also jetzt im Dauertest jetzt nach, ne, läuft ohne Probleme. Genauso wie der Hauptreißverschluss, der hier oben in so eine Lasche mündet. Das hat den Vorteil, dass der Reißverschluss zum Beispiel nicht am Hals kratzt, was ich sehr gut finde. Weiteres Highlight der Jacke, die Patchflächen. Wir haben hier an der Brustseite zwei Abzeichen oder Namens-Patchflächen. Habt ihr gesehen, die hat da meinen tollen Scarhead-Patch drauf. Und wir haben hier an den Ärmeln jeweils eine riesengroße Patchfläche. Da passt halt nicht nur ein Patch drauf, sondern passen vielleicht auch noch ein paar kleine mit dazu. Gerade für uns Patch-Sammler ist das natürlich eine super Sache. Ja, die Jacke an sich ist ziemlich lang geschnitten, wie ihr seht. Lässt sich unten aber auch umkrempeln.
Das heißt, dann kann man sie zum Beispiel, wenn man halt irgendwie an seine Ausrüstung am Gürtel kommen muss, wenn man zum Beispiel Soldat oder Airsoft-Spieler ist oder sowas, dass man dann eher an die Ausrüstung am Gürtel drankommt, kann man die Jacke hier unten umschlagen. Das ist auch der Grund, warum die zwei Napoleon-Brusttaschen die einzigen Taschen an der Jacke sind. Für mich persönlich, jetzt als fauler Mensch, ist es natürlich nicht so optimal, weil ich natürlich gerne die Hände in den Taschen habe, aber die Jacke wurde auch eigentlich als Unterziehjacke konzipiert und damit ist es eigentlich vertretbar, weil man dann natürlich eigentlich immer noch eine andere Jacke oben drüber hat, wie zum Beispiel diese Feldbluse oder sowas. Und da sind dann ja mehr als genug Taschen dran. Also, wie gesagt, die zwei Taschen würden, also zum Beispiel die Seitentasche hier unten, würden dann auch stören, wenn man hier die Jacke umgekrempelt hat. Aus dem Grund hat WX das weggelassen. Auch ziemlich cool ist die Kapuze. Auch mit Primaloft-Fütterung komplett, was ich ziemlich stark finde. Die Kapuze ist in meinen Augen eine gute Kapuze. Was macht eine gute Kapuze aus für mich? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so eine schlechte Kapuze habt, die hängt euch dann so im Gesicht, wenn ihr die aufsetzt. Ihr seht nichts, die stört die ganze Zeit, ihr müsst immer so nach oben machen oder so. Bei der Kapuze hier habe ich nicht das Problem. Die sitzt top. Zusätzlich lässt sie sich hier unten am Halsbereich auch noch verschließen mit Klett hier, was mir persönlich den Schal erspart. Das ist ziemlich genial und schließt auch ziemlich gut ab. Wenn ihr so richtige Kapuzenhasser seid, ja Leute, es gibt wirklich Kapuzenhasser, ich habe schon öfter noch die Diskussion erlebt, ja, die Jacke ist ziemlich cool, aber es nervt mich, dass sie eine Kapuze hat. Kein Problem, wir haben hier auf der Rückseite drei Klettflächen, damit könnt ihr die Jacke einfach einrollen und dann hier mit dem Klett, das ist jetzt ein bisschen friemelig, zack. Und dass wenn ihr das hier auch noch macht, dann ist die Kapuze weg und stört euch nicht mehr. Und dadurch, dass es halt dieses Primaloft sich so gut komprimieren lässt, habt ihr auch nicht so die Wulst im Nacken. Der Kragen selber hier oben ist nochmal mit so einem kleinen Vlies besetzt, was den Tragekomfort der Jacke durchaus noch erhöht. Schauen wir uns nochmal ganz kurz den unteren Bereich der Jacke an. Wir haben hier in der Taille einen Kordelzug und hier unten am Saum, damit können wir die Jacke dann eben taillieren oder hier unten halt noch näher an den Körper bringen, dass keine Luft von unten reinziehen kann. Auch ziemlich praktisch und funktioniert ziemlich gut. Der Reißverschluss hier unten, wie ihr seht, kann man auch andersrum aufmachen und dann könnt ihr zum Beispiel besser in eure Ausrüstung kommen. Und wie ihr jetzt seht, ich denke mal, die Kamera macht ja jetzt auch irgendwie ein bisschen den Farbabgleich, kommen wir zu dem Highlight, warum ich mir die Jacke gekauft habe, bevor ich sie überhaupt anprobiert habe. Schaut euch das mal an. Also, wie ihr seht, ist die Jacke ja eigentlich oliv, aber sie hat ein komplett oranges Innenfutter. Diese Idee finde ich mega genial, weil ich bin immer so am Hin- und Herschwanken gewesen. Einerseits, wenn ich unterwegs bin, möchte ich gerne unentdeckt bleiben, dass ich nicht wirklich nicht gleich gesehen werde. Deswegen halt eher gedeckte Farben, manchmal auch Tarnmuster, Oliv, Khaki und so weiter. Andererseits natürlich, wenn mal was ist, dann findet einen keiner. Also sprich, man stürzt jetzt hier, wir sind hier gerade am Steinbruch, irgendwo an der Klippe, fall hier mal runter, sieht dich niemand. Ja, die Jacke hat hier den Vorteil, in einer Notsituation kann man sie einfach auf links tragen und da kommt dieses krasse Neon-Orange zum Vorschein. Das habe ich auch sonst nirgendwo gesehen, außer vielleicht bei einer Bomberjacke oder sowas. Verstehe ich eigentlich gar nicht warum, weil diese Idee ist einfach und genial. Also wenn die Jacke geschlossen ist, sieht man dieses Orange nicht und man kann sie einfach dann im Notfall komplett auf links ziehen und ist damit komplett sichtbar. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einer normalen Trekkingjacke, also wenn man nochmal vom Anfang zurückkommt, dunkel, also gedeckte Farben, Oliv, im Vergleich zu einer, weiß ich nicht, roten Trekkingjacke. Eine rote Trekkingjacke sieht man jetzt auch nur bedingt besser. Das hier sieht man sofort. Ich werde euch jetzt einen kleinen Vergleich einblenden. Einmal die Jacke aus der Entfernung in Oliv und einmal aus der Entfernung auf links in Orange. Mal gucken, ob ihr mich findet. Vielleicht gebe ich auch ein kleines Signal. Mal schauen.
auch für andere Jahreszeiten, also nicht nur für die kalte, eignet sich die Jacke sehr gut. Wenn jetzt zum Beispiel die Sonne wieder rausgekommen ist, zack, in den Packsack, ab in den Rucksack, kein Problem, passt wunderbar. Unterschätzt bitte nicht, wie kalt es abends werden kann, auch im Sommer. Die Jacke frisst fast kein Brot in dem Rucksack. Also ich würde die auch auf Sommertouren mitnehmen, weil wenn man abends halt im Lager sitzt, kann das doch durchaus ziemlich kalt werden. Die Frontier One habe ich jetzt ungefähr ein Jahr lang im Langzeittest. Und ich möchte mal so ein paar kleine Beispiele bringen, wie sie sich geschlagen hat. Zum Beispiel im Alltag. Ich habe die Jacke jeden Tag zur Arbeit angezogen. Wunderbar. Ein kleines Extrem oder kleine Extrembeispiele, sind nur ganz kleine. Ich war shoppen in der Stadt, ist ja sowieso zum Kotzen, aber wenn man halt im Winter von draußen in diese Läden reinkommt, die sind ja meistens immer bullenheiß, ne? Man hat eine dicke Jacke an, friert draußen, geht rein und stirbt vor Hitze. Das war bei der Frontier One nicht so. Es gibt einen Laden in der Stadt, einen einzigen, der noch schlimmer geheizt ist als alle anderen, wo ich sogar normalerweise in einer dünnen Herbstjacke, wenn ich von draußen reinkomme, in Schweiß ausbreche. Mit der Frontier One nichts. Also, weiß ich nicht, war ich sehr überrascht, also, ne, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Das nochmal so zum Thema Kleinklima. Dann auch so ein anderes kleines Beispiel. Winter, Schnee, ne, wer kennt's nicht? Jeder, der irgendwie ein Haus hat oder Schneedienst, fegen. Ich natürlich schnell mal die Jacke übergeschmissen, zu Hause im T-Shirt rumgelaufen und habe dann bei minus 2 Grad nur mit der Jacke Schnee geschippt, habe dabei nicht gefroren und bin durch die Anstrengung auch nicht überhitzt. Ja, und das letzte Beispiel ist Schlittenfahrt. Blende ich euch ein. So, dann kommen wir zu den Erfahrungswerten auf Touren. Ich habe letztens schon mal ein Tourenvideo hochgeladen, es geht um eine Ziller-Bunker-Tour, die blende ich euch auch wie immer oben ein. Und die Tour, wo ich jetzt hier gerade bin, blende ich euch auch ein. Wir sind hier im Steinbruch in Salzhemmendorf. Die Jacke macht sich wunderbar als Standalone, als einzige Jacke, so wie jetzt. Oder auch als Unterziehjacke unter eine Feldbluse oder einen Smock oder sowas. Passt wunderbar. Also je nachdem, nach Situation zu tragen. Natürlich zusätzlich kann man die Jacke auch umkrempeln, was halt den das erleichtert, wenn man zum Beispiel hier ans Messer will. Ne, hängt ein bisschen, kann man die Jacke einfach umkrempeln, das Messer hängt frei, fertig. Also auch da absolut einsatzfähig und auch mit Rucksack und so weiter keine Probleme gewesen. Einzige, was ich bis jetzt nachteilig bemerkt hatte, ich habe hier, wie ihr seht, hier mein Namensschild und dieses Namensschild habe ich dann dran gelassen, also auch wenn ich die Jacke komprimiert habe und hat sich hier so durch dieses raue, weil dieses sehr scharfkantige Namensschild, hat sich hier so ein bisschen der Stoff angeraut. Also ich würde an der Stelle empfehlen, also wenn ihr die Jacke habt, wenn ihr sie einpackt, alle Patche abmachen. Zum Fazit. Auf der Pro-Seite haben wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die super Primaloft-Füllung haben wir ein klasse Kleinklima in der Jacke. Wir haben eine gute Verarbeitung. Wir haben einen gratis Packsack dabei. Die Jacke ist winddicht komplett und wasserabweisend bis mit der Wassersäule von 1000 mm. Dann haben wir noch viele Patchflächen, was uns Patchsammler natürlich auch entgegenkommt. Contra fällt mir absolut nichts ein. Einziger neutral bewertete Punkt, den ich finde, ist halt, ich hätte halt gerne Taschen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt als Unterziehjacke konzipiert ist, ist es vertretbar. Zu kaufen gibt es die Jacke bei Begadi. Den Link blende ich euch ein und schreibe ihn auch nochmal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Da gibt es auch nochmal ein paar Fotos und ein paar Details nochmal zu der Jacke. An sich zu dem Laden Begadi kann ich eigentlich nur Positives sagen. Ich habe da sehr schnellen Kundenservice gehabt. Die Bestellung wurde super schnell versandt. Und auch an sich
scheinen die Jungs da ziemlich fit zu sein, was die Entwicklung angeht. Wie gesagt, die Jacke absolut begeistert. Ich habe noch nie so eine coole Jacke gehabt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich weiß auch nicht. Ich bin noch nie so überzeugt von der Jacke gewesen. Aus der Seite selber schreiben die auch, dass sie die 12 Monate Entwicklung hineingesteckt haben in diese Jacke. Und das merkt man auch. Also die machen sich da Gedanken, die Jungs. Das finde ich sehr cool und ich finde, das kann man ruhig unterstützen. Ansonsten hat der Laden auch eine sehr große Auswahl. Ich glaube, auch sehr viel für Airsoft oder sowas. Also wenn man sich in dieser Richtung interessiert, sollte man, glaube ich, auch mal vorbeischauen. Für mich ist es jetzt nichts, aber für dieses Outdoor-Zeug hier, ne, Bushcraft und so, auch sehr gut zu gebrauchen. Alles klar, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Cheers.